lächelt er euch breit grinsend an. Warum, Capitania? Erzählt ihr ihm nicht die deutlich spannendere Geschichte unseres Zwischenhaltes in der Stadt aus der Tiefe? Aber ja, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, Ruban. Die Geschichte verbreitet sich bereits in der ganzen Stadt. Die Geschichte von Boltaks Höllenfahrt. Aber nun, natürlich ging Boltaks nicht allein, sondern mit uns anderen. Die Flugbriefe, ja, ich hörte davon. Nun, aber natürlich steht es euch zu, diese Geschichte aus erster Hand zu erfahren. Denn, nun ja, was auf den Gassen kursiert, ist doch immer ein wenig verzerrt. Nun, unsere Magier fanden einen Weg, wie wir ins Herz einer Dämonenarche, der Wurzelkaiserin, vordringen konnten, ohne, sagen wir, uns erst mit ihrer äußeren Verteidigung auseinandersetzen zu müssen. Es ist noch nicht ganz sicher, ob dies reproduzierbar ist, aber nun, der erste Versuch spricht doch sehr für sich. Mögt ihr es ihm erklären, Abelmir? Nun ja, in der Tat, es herrschte eine gewisse Diffusität in den Niederhöhlen, speziell der Domäne der tiefen Tochter. Meine Mitkameraden wollten mir nicht glauben, als ich ihnen diese, nun ja, Tatsache schilderte, aber ich konnte sie tatsächlich überzeugen und wir gelangten durch die Domäne der tiefen Tochter in das Herz dieser Arche. Ihr seid in die Niederhöhlen gereist. Ja, das kann ich dir von dich zu Lebzeiten behaupten. Die wenigsten, vermute ich. Nichtsdestotrotz... Ihr Söhne und Töchter des Wagemuts. Oh ja, ich möchte diese Exkursion nicht ein zweites Mal unternehmen, wenn ihr versteht. Ich vermute, diesmal ist uns nicht zu viel Glück beschieden. Nichtsdestotrotz, wir gelangten in das Herz dieser Arche und nun ja, wir konnten diese evozieren, könnte man sagen, austreiben. Und der Weg durch die Niederhöllen war noch nicht einmal das Schrecklichste, denn natürlich war das Archenherz nicht unbewacht. Wir mussten zunächst seine Wächter überwinden. Eine Art... ein schwarz-weißer Wal auf Beinen und mit schrecklichen Zähnen. Ein Mann aus Metall und... Nun, ich denke, der Dritte wird wohl ein Paktierer der Sultana der Seeschlangen gewesen sein. Zum Glück konnten wir ihn als erstes ausschalten, denn er hätte uns sicher noch üble Schwierigkeiten bereiten können. Da möchte man wahrlich froh sein, dass man euch in den Weltmeeren weiß, nicht wahr? In der Tat, eine äußerst kapriziöse Angelegenheit, aber sie konnte zu einem glücklichen Ende gebracht werden. In der Tat, uns gelang es, das Herz der Arche aufzuspießen. Und als ich ihm den letzten Stoß versetzte, nun, da ging es in sich zusammen und die Arche zerbrach und zerbarst. Wir mussten den Rückzug antreten und nahmen den Weg, den wir gekommen waren, hinab zurück durch die Niederhöllen. Doch dort, in den Niederhöllen selbst, sahen wir etwas Unglaubliches. Und spannt doch den guten Mann nicht auf die Folter. Nun, wir haben ja als nach unserer ersten Begegnung mit der Wurzelkaiserin davon erzählt. Man wollte uns damals nicht glauben, weil diese Arche so derartig unbekannt ist. Doch sie hat uns damals herbe Verluste zugefügt. Sie kostete uns unsere Aves-Geweihte, Aviander Falkenflug. Sie wurde von der Besatzung in einem finsteren Ritual geopfert. Und als wir nun auf der Flucht, auf dem Rückweg durch die Domäne der tiefen Tochter waren, da wurden wir der Seele Aviandas ansichtig gefesselt und in ewigem Ertrinken gefangen. Und wir konnten sie der Sultana der Seeschlangen entringen und ihre Seele zurückbringen. Noch von meinem Freund Kotnas Hahn hörte ich bereits davon, dass er euch das Leben gerettet hat. Nun, er hat uns auf jeden Fall sichere Zuflucht in seinem geheimen Hafen gewährt. Die Götter schauen wahrlich mit einem, nun ja, Zwinkern auf euch herab, möchte man fast meinen. Nun, ich hoffe nicht nur die Götter, sondern auch ihre derischen Entsprechungen, wie euch, unseren Wohltäter, könnte man sagen. Nun ja, aber ich spreche nicht für die Götter. Ich bin nur ein einfacher Mann, der euch etwas Geld gab, um eure Schiffe zu finanzieren. Nun, die Götter kennen viele Wege, die Helden zu dem zu machen, was sie sind.
Und ihr seht nur, wo diese bescheidene Gabe uns hingebracht hat. Wir haben vermutlich die größte praktische Erkenntnis dieses Zeitalters, könnte man fast sagen, geleistet. Ein wenig vergleichbar auf dem Gebiet der Dämonologie wie eure Leistung, die Riesenlandfahrt auf dem der Seefahrt, wenn man so bescheiden sein möchte. Euer Geld war wahrhaft gut angelegt. Eine Ache weniger, die blutige See unsicher macht. Das möchte ich meinen. Ich setze mein Vertrauen in euch und ich wurde nicht enttäuscht. Und stellt euch nur vor, wie viel mehr wir leisten könnten, wenn ihr zu einer weiteren milden Gabe bereit wärt. Noch eine milde Gabe. Nun, schließlich wisst ihr ja, dass große Taten sich selten selbst gedeihen. Ihr habt euer Vermögen auch im größten Teil nicht mit eurer großen Fahrt vermacht, sondern mit dem schnöden Handel. Nun, das möchte ich meinen. Das ein oder andere Mal hatte Fex tatsächlich auch mir zugezwinkert. Ich habe auch einige Dinge verloren, wieder und wieder, aber ich bin am Ball geblieben. Nun seht ihr, um am Ball zu bleiben, ist die Zeit reichlich knapp und sie wird immer knapper. Darian Paligan schlingte langsam seinen eiskalten Griff um die Ostküste. Nun, wir haben leider nicht die Zeit, so wie euch, geduldig dem Gott des Handels zu huldigen. Nun, auch davon habe ich bereits gehört. Die Händler, die Seefahrer berichten es bereits, dass nicht nur Nersan vernichtet ist, sondern dass er mittlerweile an Festum vorbeigezogen in Richtung Tobrien unterwegs ist. Eine gewaltige Armada, die Häfen verschlingt. Die ersten paar Leute sprechen bereits nach dem Jahr des Feuers von einem weiteren Jahr der Fluten. Und dem müssen wir entsprechend etwas entgegensetzen. Und wenn er mit Hafax abgeschlossen hat, was denkt ihr, wohin er sich wenden wird? Vielleicht Pericum, vielleicht Beilung oder vielleicht direkt hierhin? Nun, ich habe tatsächlich noch einiges vor. Ich hätte eigentlich, sollten diese Flutwellen endlich aufhören, würde ich ganz gerne eine Expedition dieses Mal nicht nach Riesland, sondern in Richtung Uturia finanzieren. Immerhin, da habt die Leute nach weiterem Kaffee. Nun, aber darum soll es nicht gehen. Ich habe bereits von eurer Heldenreise gehört und dass ihr eine Arche vernichtet hattet und ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Weiß ich also darum, dass ihr mich um weiteres Geld bittet. Ich bin euch trotzdem dankbar, dass ihr mir diese Geschichte erzählt hattet, denn darum habe ich eingangs gebeten. Wie viel braucht ihr? Wir blicken alle mal Rumpel an. Ja. Also, meine groben Abschätzung, ich hatte natürlich noch keinen wirklichen, ich habe noch keinen Zugang zu den Büchern. Allerdings rechnen wir mit ganz grob 10.000 Dukaten in laufenden Betrieb für einen Monat. Und wenn wir Sicherheiten haben wollen für ein halbes Jahr oder sagen wir ein ganzes Jahr, damit wir auch in die Zukunft planen können, reden wir dann von grob 120.000 Dukaten. Ja, um unsere Finanzen steht es derzeit so schlecht, dass wir den Großteil unserer Mannschaft entlassen mussten. Wir stehen zwar im Gespräch mit verschiedenen Söldnern und Matrosenverbänden, allerdings konnten wir bisher natürlich keine Zusagen machen, da unsere Finanzierung nicht gesichert war. Ruban verschluckt sich. Selbstverständlich folgt dir nun die gute Nachricht. Sollten wir scheitern, wird in einem Jahr sowieso niemand mehr am Leben sein. Und unsere betrachteten Finanzierungszeiträume sind also deutlich kürzer. Außerdem ist es natürlich nicht eure alleinige Aufgabe, diese Mission zu finanzieren, nicht wahr? Ihr seid zwar ein großzügiger Mann, doch nun, ihr seid sicherlich nicht der Einzige, der davon profitiert, wenn jemand gegen die blutige See vorgeht. Und nun, die anderen dürfen doch gerne auch in ihre Kassen greifen, nicht wahr? Ihr seid wahrlich Söhne und Töchter des... Ihr seid wahrlich mit Humor gesegnet, möchte ich meinen. Nun, für 120.000 Dukaten kann ich eine weitere Sulman bestücken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr für Ausgaben habt. Vor allem, wie ihr darauf kommt, dass ich solch eine Expedition finanzieren könnte. Wie ich bereits betont habe, brauchen wir nicht wirklich eine Summe von 120.000 Dukaten für euch. Dies diente der Einordnung davon, wie viel diese Expedition im Jahr verschlingt. Von euch erwarten wir lediglich
Nun, dass ihr zu eurem Wort steht, denn gewiss hättet ihr kein Kopfgeld auf die Erlegung einer Dämonenache ausgesetzt, wenn ihr nicht auch die Absicht und die Möglichkeiten hättet, eine solche Heldentat entsprechend zu entlohnen. Mit 40.000 Dukaten wären wir bestens bestückt. Wenn ihr mir das Wort gestattet, ihr könntet für uns bürgen für diese Summe bei der Nordlandbank oder bei der Mata Basari. Das würde uns schon weiterhelfen. Wenn wir gut sind für diese gigantische Summe, so müsst ihr sie nicht auszahlen, sondern nur vielleicht in Teilbeträgen erstatten. Wie sieht es so, wenn wir tatsächlich die Plagenbringer aufhalten können und mit ihr Darion Paligan, wird uns das auf sie aufgerufte Kopfgeld zustehen und wir werden kein Problem haben, die Summe zurückzuzahlen. Sollten wir das nicht, werden mindestens wir vermutlich jeder an der gesamten Ostküste ersoffen sein und niemand wird das Geld vermissen. Auch das Kopfgeld auf Darion Paligan ist von uns aus aufgelegt. Es sind viele Handelshäuser, die für ihren guten Namen einstehen und auch ich möchte meinen guten Namen nicht mit beschmutzen, indem ich ein Versprechen nicht halte, das ich gegeben habe, aber ihr kommt zu mir und fordert 120.000 Dukaten oder aber, dass ich euch mein Scheckheft gebe, damit ihr bei der Nordlandbank Söldner anwerben könnt. Wir fordern nichts dergleichen. Der gute Rumpel hat euch lediglich vorgerechnet, was für Kosten hypothetisch auf uns zukämen. Aber, nun ja, es ist verständlich, dass ihr das Kopfgeld nicht auf einmal auszahlen wollt oder gar könnt. Die Kosten fallen allerdings auch nur monatlich an. Vielleicht gibt uns das einen gewissen Spielraum. Nun, monatliche Kosten begleichen ist sicherlich etwas anderes für mich. So etwas wie eine Apanage, möchte ich meinen. Als eine solche Summe aufzubringen, den Wert, der dort steht, aufzulösen, all meine Waren feilzubieten, damit ich euch nun mit Diamanten oder mit einem Wertpapier bezahle. Nein, damit würde mein gesamtes Vermächtnis zusammenbrechen. Nun, ich hätte einen Vorschlag. Nun, so wie ich das gesehen habe, steht die Heldenschaft bereits in der Kreide bei Ihnen. Wie wäre es, wenn das Geld, die 40.000 Dukaten für eine mittlere Arche bis zu 50 Schritt abgezogen wird, 40 minus 10 sind 30 und wenn diese Summe aufgeteilt auf 6 Monate ausbezahlt wird, sagen wir eine monatliche Auszahlung von 5.000 güldenen Dukaten von euch. Das könntet ihr sicherlich aufbringen und würde eure Geschäfte auch nicht in Gefahr bringen. Nun, da mögt ihr recht haben, aber es ist tatsächlich viel Geld. Da solltet ihr euch eventuell auch noch weiter an die Mata Basari wenden, an das Kontor Störebrand oder an die Zirkewist. Ja, er hat diese Summe ja nicht alleine ausgeschrieben. Aber nun ja, wir dachten uns, wir besprechen diese Sache erst einmal mit euch. Aber wenn jetzt... Derzeit, Kapitania. Oh, bitte, Serpentilio. Nun, werter Sohn der Handelskunst, haben wir denn eure Segen, mit eben diesem Vorschlag bei den anderen Handelshäusern hausieren zu gehen? Und ihnen die Gewissheit zu vermitteln, dass ihr eine solche Lösung in der Gesamtheit mittragen würdet. Er tupft sich mit einem kleinen Seidentüchlein die Schweißperlen von der Stirn. Aufgeteilt zwischen euch, Sterrebrand, den Mata Basari und den anderen unwichtigeren Handelshäusern, sollte es eine absolut zu bewältigende Summe sein. Nun, ich werde ein solches Papier nicht unterzeichnen, nein. Denn ich kann nicht für die anderen Häuser sprechen und sollten sie diesen Vorschlag ablehnen, stehe ich alleine da. Selbstverständlich, aber können wir den anderen Handelshäusern sagen, dass ihr auf jeden Fall bereit seid, ihn mitzutragen, wenn sie ihn tragen? Mehr als 2.000 Dukaten kann ich euch nicht geben. Sagen wir 2.500. Ihr wollt schließlich nicht dastehen als der Einzige am Ende der Runde oder noch gar schlimmer, der Letzte, der bereit war, seiner fixgefälligen Verpflichtung nachzukommen. Nun, das möchte ich wahrlich nicht. Wir bieten euch einen einfachen Ausweg aus einer schwierigen Situation.
Mit eurer Erlaubnis, Kapitana, vielleicht können wir euch diesen Löffel voll Waltran etwas versüßen. Wie ihr wisst, ist unser Kapitän ja gleichzeitig Shania von Janka. Wir haben dort ein neues Kontor, ein neues Geschäftsmodell aufgebaut. Wir könnten euch gewisse Vorzüge einräumen. Shania? Ja, sieht sehr interessiert aus. Tatsächlich, genau. Ihr würdet gegen den Willen der Madabasari Handelsrechte an mich, an das Haus Dachmani, abtreten. Nun, wir haben bereits verschiedene Handelsbeziehungen angefangen und die Madabasari kann wohl kaum erwarten, nun ein Monopol auf Janka zu haben. Dafür war ihr Angebot nicht gut genug. Dann anders gefragt, was würdet ihr für ein Monopol jankanischer Waren haben wollen? Ihr verkauft das nur an mich. Das können wir euch nicht bieten, denn wir haben bereits Verträge mit Al-Anfa geschlossen. Genauer gesagt mit dem Haus Karinor. Wir könnten euch einen zollfreien Lagerplatz anbieten, wo ihr eure Waren zwischenlagern könnt, ohne dass ihr die Steuern bezahlen müsstet. Versteht? Eine neue Werft in einem neuen Hafen. Keine aranischen Zollgebühren. Nun ja, solange ihr diese Waren nicht Janka verlassen auf dem Landwege, ja. Warum sollten sie Janka nicht auf dem Landwege verlassen? Nun, dann bezahlt ihr es die Zollgebühren, ihr versteht? Ihr habt einen zollfreien Lagerplatz gewonnen, wenn ihr so wollt. Nun, dabei schaut er mal zu, Daminan. 5% für den Landhandel. Und ich erhöhe auf 3000 Dukaten monatlich. Nun, dann lasst mich das in Ruhe mit meinen Beratern besprechen. Und wir lassen euch ein entsprechendes Angebot zukommen. Selbstverständlich. Ihr könnt nur gewinnen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Rumpel, ich denke, ihr könnt das durchrechnen, nicht wahr? Ich habe schon alles mitgeschrieben. Wunderbar. Nun, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Anfang. Wenn sich die anderen Handelshäuser entsprechend beteiligen, sollten wir zumindest in der Lage sein, die Leute, mit denen wir bereits gebrochen haben, anzuheuern. Alternativ kann ich euch auch 3500 pro Monat geben für 2%. Ich wollte einfach nur noch einfach einige Zahlen nennen. Das könnt ihr dann selbst miteinander durchrechnen und nun. Bitte, Rumpel, notiert diese Zahlen. Schon passiert. Wunderbar. Darf ich euch den Kaffee beglückwünschen, eine ausgezeichnete Qualität? Danke, danke. Ja, und das Bier ist auch nicht schlecht. Was sagt ihr zu der neuen Milch? Nun ja, sie ist... Und den Kürbissaft? Ich nehme doch nicht meinen Kaffee mit Kürbissaft. Eine absolute Wahnvorstellung. Die kann nur von Zwergen stammen. Also dieser Vorschlag ist ja geradezu absurd. Also gut, das Geld, was ich euch geben kann, seien wir ehrlich, die 40.000 Dukaten euch auszubezahlen, würde mein Geschäft vernichten. Und auch die anderen Handelshäuser werden diesem Handel so nicht zustimmen. Yalan hatte ja bereits vor einigen Jahren eine eigene Apanage mit uns bekommen. 600 Dukaten pro Jahr waren es, glaube ich. Und nun, jetzt bezahlen wir euch nicht pro Held, sondern pro Schiff. Und ich denke, damit könnt ihr relativ zufrieden sein mit einem solchen Handel. Zudem wird es euch auch, wenn ihr den Kampf weiterführt, gelingen, weitere Archen zu vernichten. Wir sind also sehr dankbar für eure Art und Weise. Und zudem könnt ihr auch zu den anderen Handelshäusern gehen. Wie gesagt, die 2500, 3000 oder 3500 Dukaten werden eure Kosten von den 10.000 pro Monat nicht decken. Aber sprecht doch einfach nochmal mit der Madabasari oder Störrebrand. Sie werden euch ebenso Geld geben. Pocht einfach auf ihren guten Ruf. Das werden wir tun. Nun, dann, bevor wir uns verabschieden, dürfen wir euch noch mit einer Geschichte vom Friedhof der Seeschlangen erfreuen. Immer.
Ja, und also wenn wir nichts Geschäftliches mehr zu besprechen haben, dann würde ich einfach noch mit Dahmani plaudern und ihm weitere Abenteuer erzählen, dass er auch das Gefühl hat, er hat ausreichend Heldengeschichten bekommen für, naja, seine Unterstützung. Ja, sehr gut. So könnt ihr mit dem kleinen Ruderboot sicherlich eine Stunde später wieder aufbrechen zu eurer eigenen kleinen, ja, Drachentöter ist es nicht mehr, das Schiff ohne Namen, vielleicht eines Tages Aviander geheißen, könnt zumindest aufbrechen, da reicht dann wieder ja, zur 10., 11. Stunde euer Schiff. Kapitana, ich sag's ja nur ungern, aber wir sollten uns wirklich auch jetzt mit den anderen Handelshäusern reden, damit wir wissen, wie viel Kohle wir haben. Mhm, das klingt notwendig. Ja. Weil, also wir müssen halt gucken, wie viele Leute wir anheuern können. Nun, soweit ich weiß, befindet sich ein Dependance der Störrebrands hier in dieser Stadt. Nicht weit von hier. Eine Niederlassung, wenn ihr so wollt. Naja, wir können ja überall Briefe hinschicken, dass wir kommen. Ja, also, wenn ich meinen fachlichen Rat dazu geben kann, wir sollten auf die 3500 Dukaten einsteigen. Dann bekommt ihr zwar in Janka weniger Steuern und je mehr er handelt, desto weniger habt ihr davon. Aber das wird einfach nur dazu führen, dass er mehr mit Janka handelt. Vielleicht bekommt ihr dann einen etwas schlechteren Ruf bei den Madabasari, aber Janka wird wachsen. Und das ist gut. Ihr habt nichts zu verlieren. Naja, also ich denke, ihr solltet auf jeden Fall das Gegenangebot der Madabasari abwarten. Ja, ich denke auch. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, die Mondsilber-Sultana zu verärgern. Wäre es nun nur Salamon Ibn Dafar, nun gut. Aber die Madabasari als Ganze? Sie ist immerhin die Königin-Mutter. Ihr werdet sie sowieso verärgern, wenn sie jetzt sehen, dass Dahmani über euren Hafen handelt. Ich mache euch ungern denselben Vortrag, wie ich Dahmani gemacht habe. Allerdings sollten wir versprechen, was ihr müsst und halten, was ihr könnt, in der Gewissheit, dass wir vermutlich sowieso sterben werden. Die Scherben auf Geren könnt ihr, wenn wir tatsächlich überleben. Also eure Einstellung gefällt mir. Vielleicht ist es möglich. Verzeiht, Rafim, ich meinte ein metaphorisches Bier. Ich habe natürlich nicht vor, bei der Sache drauf zu gehen. Und vielleicht ist es möglich, diese beiden Optionen gegeneinander, ich will nicht sagen, auszuspielen, aber nun ihnen klarzumachen, dass wir auch noch andere Optionen haben. Man könnte zum Beispiel Abelmir als Sklaven verkaufen, der bringt bestimmt 10.000 Dukaten. Oder euch als, Jahrmarktobjekt. Über Rechtskunde müssen wir uns noch unterhalten. Ihr wisst doch, dass man Magier nicht als Sklaven halten kann. Ich bringe nicht so viel Geld ein. Und selbst wenn jemand dreist genug ist, es zu versuchen, versucht er es meist nicht lange. Wir verkaufen ihn nicht als Magier, sondern nur als exotischen Helden. Und ihr glaubt, die Gildin würde das augenzwinkernd annehmen? Es geht doch nicht um seine Magie, sondern darum, dass er den schwarzen Drachen Rassessor getötet hat. Nun, daher habt ihr den Handel aber ohne mich gemacht, nicht wahr? Ihr sagtet etwas von anderen Optionen. Das ist schnelles Geld. Nun, ich dachte mir, dass wir die Handelsoptionen für Janka optimieren. Für Meister Rafim hier würdet ihr sicherlich 15.000 Dukaten bekommen. Leider. Ich will aber meinen, dass ich mindestens 20 wert bin, wenn nicht sogar 25. Vielleicht in Fasar oder in Alanfa. Aber Zorgan hat keine eigene Arena. Im Übrigen denke ich, dass wir sowohl den einen als auch den anderen für den Erfolg der Mission brauchen werden. Doch. Ja, ist richtig. Können wir jetzt endlich auf das spannende Schiff gehen